Willkommen zu Shadowrun. So heißt das Game. Im letzten Part haben wir die Mission begonnen, Coyote zu retten und sind direkt in einem Fight gelandet jetzt hier oben. Oh, wir fangen gerade erst an. Der Fight wahrscheinlich, weil wir auf einem Zeitlimit sind, weil Coyote gefoltert wird. Können wir um den Typen einfach rumrennen? Als Stopp betritt hörst du wie der Summen von Neonröhren. Es scheint, als könnte Stevie J und seine Männer. Als könntest du Stevie J und seine Männer überraschen. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Der hat das ja noch nicht bemerkt, das müssen wir ja noch nicht angreifen. Chili. Das ist ein Höllenhund. Der Raum hinter den Gitterstäben ist ein stinkendes Loch voller verbranntem Fleisch und Hundekot. Ein gewaltiger, peitschennarbenübersäter Höllenhund begrüßt dich mit einem tiefen Knurren. Die Augen eines zweiten Höllenhundes leuchten teuflischer Ecke heraus. Wir haben Zebrafleisch. Mit wenigen gewaltigen Bissen geben ein zufriedenes Knurren von sich. Die wurden nicht gut behandelt und das merken die sich. Das muss wehgetan haben. Hi! Können wir direkt angreifen? Ja, können wir. Ach, das ist Coyote. ...62% Trefferchance. Okay, wir gehen näher ran. 90%, there we go. Jetzt mal, das ist Coyote. Okay, die hat ein bisschen was mitbekommen. Coyote ist schwer verletzt, schafft es aber auf den Beinen zu bleiben. Das Auge ist, glaube ich, kybernetisch. Und das hier, das sieht älter aus. Ich meine, das hier sind frische Wunden. Ja, das habe ich, glaube ich, das hier war schon vorher. Bist du okay? Keine Zeit zu reden. Kniet sich hin, hebt die Schrotflinte der Wache auf. Wird Zeit, das zu beenden. Neues Ziel, löscht die Gang aus. Da ist ein Gulli. Okay, dann hier mal in Deckung gehen, bitte. Okay, Schrotflinte wollte ja auch ein bisschen in Mili gehen. Ich meine, der Typ hat das noch nicht bemerkt. Das heißt, wir können dem mal eine mitgeben. Der hat uns immer noch nicht bemerkt. Wow. Jetzt aber. Das hier nichts zu suchen. Doch, dich umzubringen. Echt aufhören, aus dem Spiel rauszuklicken. So, ja gut, dass die in dem Moment getriggert werden, indem wir angreifen, war zu erwarten. Außer wir hätten den Instant gewonshottet, glaube ich, aber naja, haben wir nicht. Eine kratzige, manische Stimme schallt durch die Sprechanlage des Penthouses. CVJ. Ah, der hat auch so ein Auge. Denkst du wirklich, du kannst hier einfach reinkommen und in meiner... Ach, Bude. Ich habe mich kurz verlesen. Rumballern? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Keine Sorge, ich weiß, wer du bist. Der Kerl, den ich heute umniete. Jo. Can relate. Tschüss. So, dann du. Hat Paco eigentlich noch eine andere Waffe? Hätte ich mal checken können. So, dann... Ich wünschte, ich könnte die Kamera drehen. Oh, das ist ein Schamane. Oder ein Magier. Oh, sie kann heilen. Mal gucken, wie lange noch. Oh, nicht mehr lange. Na dann, auf die Meute. Du machst keinen Schaden, Dude. So geht. Ach, das ist DVJ. Ach so, das ist der Boss. Okay, ja gut, der ist tankiger natürlich. Ich hätte erstmal die Goons fokussen sollen. Mein Fehler. Okay, du erreichst nur DVJ, dann greifst du auch. Den an, kein Grund dazu, Turns zu wasten.
Okay, ja, jetzt haben wir den schon gefokust, jetzt killen wir ihn auch. Aber nein, ich kann nicht! Mit einem blutigen Gurgeln verabschiedet sich Stevie J von dieser Welt. So, und man kann hier nachladen, habt ihr gesagt, indem man... Genau. Okay, Coyote, du hast jetzt lang genug getankt, du gehst mal in Deckung. So, dann erstens... Zweitens. Drittens. Langt das? Nein, langt nicht. Aber du bist zu verletzt. Du gehst in Deckung. There we go. Das funktioniert. Really? Danke. So, und jetzt noch Grunt. Oder wie der heißt. Was ist das hier? Knieschuss. Senkt aber LP-Schaden um 6. Kann dem schon den Ziel im Umkreis von 6 oder mehr Feldern treffen. Reduziert Genauigkeit, nö. Geh mal hier in Deckung. Erreichst du den von da? Nein. Okay, vielleicht hier in Deckung. Blickfeld blockiert. Ne, den erreiche ich. 73%. Yep, so funktioniert 73%. Okay, warte. Geht hier hin. Langt das jetzt? Danke. Oh, er haut ab. Ja, nee, sorry, unsere Quest sagt lösche aus, also löschen wir dich aus. Paco. Danke. Und 3 Karma erhalten. Wird doch Zeit, dass du hier auftauchst, Paco. Wen hast du denn da mitgebracht? Nun, weiterer Profi, ich muss dir ein paar Fragen stellen. Jetzt grabe mich die Person, die dir den Arsch rettet. Ich verstehe das. Und ich danke dir. Coyote, wir müssen dich zurück in die Union bringen. Miss Kubo tat eine Krankenstation im Untergeschoss. Nein. Ich muss es erst beenden, wofür ich hergekommen bin. Ich muss das für Mr. Delilah finden. Ein Geheimversteck voller Edelsteine. Delilah? Ich dachte, du hast gesagt, du würdest nie wieder mit dem Kerl zusammenarbeiten. Okay, Paco. Ich brauchte eine Ausrede, um hierher zurückzukommen und ein paar Schulden zu begleichen. Ich habe mir gedacht, ich könnte genauso gut dafür bezahlt werden. Ihre Stimme bleibt stark, ihr Körper beginnt zu zittern. Ja, machen wir das. Coyote sagt, als würde sie dir widersprechen wollen, sagt aber nichts. Los, Coyote, lass uns verschwinden. So, ist abgeschlossen. Paco und Coyote müssen überleben. Neues Ziel, kehre zu Seamless Union zurück. Ja, nee, hier sind wir noch nicht fertig. Was ist denn hier? Der Pass des verstorbenen Stevie J. Na, der kann auch nützlich werden. So, haben wir hier außer der Shisha noch irgendwas? Nee. Hier ist ein Müllhaufen. Scheint aber auch nichts aktiv zu sein. Kann ich hier rein? Ich habe die Tür hier gesehen. Das ist die Küche. Ebenfalls nichts. Ist das ein Safe? Nein. Das ist der Aufzug. Achso, hier hätte ich normalerweise reinkommen sollen, aber da wir durch die Wohnung von dem Penner gekommen sind. Ey, warte, wenn in dem Penner sogar keine Wohnung von dem Junkie gekommen sind. Ach ja, den haben wir nicht gefüttert. Hm. Wir sind noch, ja. Machen wir mal so. Ich sehe ihm seinen HP-Balken halt nicht, weil meiner direkt drüber ist. So. Na,
Nach diesem Skelett hätte ich mal früher gucken können, aber hey. Auf die Art mussten wir im Bossfight wenigstens nicht nachladen. Einen kleinen Sandbeutel gefüllt mit wertvollen Edelsteinen. There we go. Ein Hammer, alles. Hier hinten waren wir, glaube ich, noch nicht. Ah ja, genau. Was haben wir denn hier Schönes? In der Kiste liegen ein paar Nuyen. Ja, warum nicht? Ein Haufen altes Zeug. Verbessertes Medikit, there we go. Dann nehmen wir erstmal das schlechte Zeug mit. Das wird ja automatisch getriggert, habt ihr gesagt. Ich habe auch komplett vergessen, dass ich Handgranaten noch habe. Okay, dann haben wir jetzt aber, glaub, wirklich alles. Okay. Dann zurück zu Union. Und dann zu Mr. Delilah. Zurück in der Union. Obwohl Coyote auf ihren eigenen zwei Beinen stehen will, muss ihr Paco durch die Tür des Teams des Union helfen. Köpfe drehen sich in ihre Richtung und im vorderen Bereich der Bar wird es merkwürdig still. Paco steht nun an ihrer Seite, er sagt nichts, aber seine dunklen Augen blitzen vor Wut. Coyote drückt einen Stofflappen auf ihr zerfetztes Gesicht. Ach, das ist doch die neue Wunde. Sie zuckt leicht, aber es gelingt ihr, sich zusammenzureißen und den Schmerz mit tiefen, langsamen Atemzügen unter Kontrolle zu bringen. Bei genauem Hinsehen stellst du fest, dass du von ihrem Arm nicht mehr viel übrig ist, außer ein paar Fetzen Fleisch und gebrochenen Knochen. Dein Glück kann man Schrotflinten mit einer Hand benutzen. Das Ganze nur von Sehnen und verbrannter Haut zusammengehalten. Es würde ein Wunder gleich kommen, wenn ihr Arm am Ende, wenn sie den Arm Ende der Nacht noch haben würde. Miss Kubota kümmert sich um die Bar, als Paco die geschundene und blutende Coyote in der Union halb hereinträgt. Sobald die Chefin ihre vermisste Barkeeperin erblickt, wird es schnell ruhig in der Bar. Bis sie es geschafft hat, um die Bar herumzugehen und euch entgegenzukommen, ist Coyotes Gesicht aschgrau geworden und ihre Augen zeigen sich Furcht. Diese Frau hat sich den Höllenhunden bereitwillig entgegengeworfen, aber im Anblick von Miss Kubota blickt sie zu Boden und kommt ins Stottern. Mädchen, wie kannst du es wagen, zwei Schichten zu verpassen, dann auch noch zurückzukommen und mir den Boden voll zu bluten? Es tut mir fürchterlich leid, Miss Kubota. Bei meinem letzten Run ist was schiefgelaufen. Das sieht doch nicht wie eine frische Wunde aus. Naja, whatever. So, Ka, ich kann selbst sehen, dass dein Arm schön zugerichtet ist. Warst du wieder bei deinem Kreuzzug? Antworte nicht, das würde mich nur noch wütender machen. Ich musste mir Sorgen um dich machen, Coyote, und das hat mich von meinem Geschäft abgehalten. Hi, Miss Kubota. Ich entschuldige mich nochmals. Cherry, bring sie nach unten zu Dr. Castle. Ja, Ma'am. Und sag Castle, dass sie den Arm mit was Neuem und Glänzendem ersetzen soll. Miss Kubota, ich kann mir keinen Cyberarm leisten. Ich bin deiner finanziellen Form bewusst. Wenn du geheilt bist, werden wir über das Konzept des Giri sprechen, der Ehrenschuld. Und jetzt geh, blute woanders den Boden voll. Ja, Ma'am. Noch mehr Karma. Ah, drum. Dachte gerade, hey, wieso kann ich wenigstens interagieren? Ihre Wut auf Coyotes leichtsinniges Handeln verschwindet langsam aus ihren Augen und wird von Tränen verdrängt. Sie schnieft, wischt sich die Tränen aus den Augen und neigt den Kopf zu dir. Domo Arago... Ariga... Achso. Ach, jetzt doch japanisch. Das ist aber das andere doch japanische Begriff, den ich einfach nur nicht kannte. Weil Arigato kenne ich. Oder misch die afrikanisch und japanisch. Ach, whatever. Dieses Mädchen bedeutet mir sehr viel. Ach stimmt, die vorhin hat ja auch... Die hat ja auch Hi gesagt gerade eben. Das ist ja auch japanisch. Also die Coyote. Okay. Dann war es wahrscheinlich doch überwiegend japanisch, was die einwirft. Dieses Mädchen bedeutet mir sehr viel. Taten wie diese sieht man nicht besonders oft in den Barrens. Du hast meiner kleinen Familie einen großen Dienst erwiesen und ich heiße dich in meinem Heim willkommen. Bedachte als dein eigenes Zuhause, solange dein Job dich hier festhält. Aber wir wissen beide, dass Worte nur heiße Luft sind. Abgesehen von meinem unendlichen Dankbarkeit biete ich dir noch diese Belohnung an. Bitte nimm sie als Zeichen meines Respekts. Ich könnte eine Koje für mich gut gebrauchen, fühle mich sehr geehrt. Ja, wir brauchen einen Schrank, um Ausrüstung zu wechseln. Du wirst hier mehr vorfinden als nur eine Koje, Yalune. Die Union ist mehr, als man mit bloßen Augen erkennen kann.
Unter uns ist eine kleine Anlage, die ausschließlich anspruchsvollen, unabhängigen Agenten wie dir vorbehalten ist. Dort findest du Händler, die dir die beste Ausrüstung, die man auf dem Schwarzmarkt erwerben kann, zum Verkauf anbieten, ein vollständig ausgerüstetes Cyberdock und einen sicheren Platz zum Ausruhen, wenn der Dank am Dampfen ist. Ach, Dreck am Dampfen ist hier. Das macht mehr Sinn, wie man so schön sagt. Cyberdog? In der Tat, normalerweise verlange ich einen Einkommensanteil des Shadowruns für die Benutzung dieser Anlage, wie ich schon sagte. Du gehörst jetzt zur Familie und das geht auf Kosten des Haufs. Um einzutreten, spiel einfach G-A-F-F-C auf dem Klavier. Okay. Das ist noch was Neues. Nicht hinreden, hinlaufen. Was kannst du also für die tun? Ist Mr. Delilah heute Abend hier? Er hat dir das im Hinterzimmer, wickelt wie gewöhnlich seine Geschäfte ab. Kreuzzug. Kyoto ist im Royal aufgewachsen, bis es ihr gelang, diesem Leben zu entkommen. Ihr Cousin hatte jedoch anscheinend nicht so viel Glück. Er kam vor etwa einem Jahr nach Seattle und geriet in die falschen Kreise. So gelangte er an Sim-Chips und wurde abhängig von den BTLs. Kyoto überfällt jetzt seit Monaten Chiphäuser auf der Suche nach ihm und erledigt jeden Chip-Dealer, den sie finden kann. Okay. Ich war selbst mal ein Runner. Jetzt biete ich einen sicheren Unterschlupf und ein Handelszentrum für Runner, die einen vertrauenswürdigen Ort brauchen, um sich zu versammeln und ihre Geschäfte zu tätigen. Sind heute irgendwelche Johnsons oder Shiba hier? Abgesehen von Mr. Delilah möchtest du vielleicht noch mit Van Graas sprechen. Er steht meistens an der Bühne. Van Graas ist in der Regel ein Käufer gefundener Gegenstände, aber immer wieder hat er auch Jobs anzubieten. Okay, dann gehen wir erstmal zu Delilah. Achso, die Händler sind jetzt unten, oder wie? Die hier vorhin gewesen sind. Ja, zum Klavier gehen wir gleich. Johnny Clean sagt was Neues. Achso, das ist das. Mir hat er gerade gesagt, dass ich in den Unterstuf gehe, aber ich weiß nicht noch, wo er sein soll. Das hier. Das Piano ist ein bisschen verstimmt, siehst dir mal an. Das wissen wir doch. Wieso gibt es diese Dialogoption? Das. Hä? Egal, Kluwe, ich muss zu Delilah. Der gigantische Trolltürsteher in dem makellosen Anzug steht regungslos da wie eh und je. Nur die Abwesenheit von Staub auf seinen breiten Schultern verrät, dass der Mann sich hin und wieder bewegen muss. Er nickt dir zu, als du dich näherst. Guten Abend. Wie ich sehe, ist Coyote wieder da und sieht nur ein wenig lediert aus. Wie ich verstehe, haben wir das dir zu verdanken? Du meinst, dass ich zurückgebracht habe? Ja. Wir alle hier sind dir dankbar und dafür und ich ganz besonders. Ich könnte es nicht ertragen, sie kurz nach Sams Tod noch jemand aus unserer Familie zu verlieren. Ich schätze, es ist dein Job, dich für Leute zu interessieren. Na, bist du ein großer Softie, was? Sowas hört man nur selten über Trolle, aber ich freue mich, nicht den gängigen Erwartungen zu entsprechen. Hat mich bisher jedenfalls noch nicht gestört. Irgendwas über's. Ich wollte eigentlich zu Delilah, egal. Oder ist der hier unten? Leute sagen, es sei der Ripper gewesen, aber die Leute reden über Dinge, von denen sie nichts wissen oder nichts verstehen. Ela? Van Graas müsste sich an der Bar in der Nähe der Bühne aufhalten. Er ist ein Zwerg mit Cyberauge, nicht zu übersehen. Wie lange schaffst du schon hier? Ich kam her, als ich Goblet nach meinem Erwachen. Miss Kubota hat mich aufgenommen und mir Arbeit gegeben. Seitdem bin ich hier. Ach komm. Das sagen wir nicht. Ja, aber wo ist denn dann Delilah? Hier hinten? In dem Teil? Hat sie doch Hinterzimmer gesagt. Ja, das ist Van Graas. Na gut, mit dem können wir auch mal reden, wenn wir gerade da sind. Van Graas spricht in seinen Comlink, verwaltet seinen Hut und gestikuliert in die Richtung eines in der Nähe stehenden Runners, alles zur gleichen Zeit. Der ist ein intensiver, kleiner Mann, du hast das Gefühl, dass es ihm gefällt, beschäftigt auszusehen. Ich bin Van Graas. Fasse dich kurz, das Geschäft läuft gut. Sprich mit mir. Hast du was? Er sieht dich immer noch nicht an, er ist zu beschäftigt dafür. Heute Nacht nicht, sorry. Erledige gerade was anderes, wichtige Sache, bis dann. Oh, hey Lady, eine Sache noch. Ich bin auch ein Hehler, wenn du was loswerden möchtest, ich bin dein Mann. Okay, dann. Anruf später. Okay. Dann müssen wir erst nach unten und dann zu Delilah, I guess. Oder warte, ist das hier Delilah? Nee, hier sind ja nicht aktiv, die Leute hier.
Sie ist Hinterzimmer, das muss hier sein. So. Du suchst Ton für Ton nach den richtigen Tasten auf dem Klavier. Ein wundervoller Erinnerungsfunken glimmt in dir auf, nur um sofort zu erlöschen, als das Klavier nach links gleitet und eine verborgene Treppe zum Vorschein kommt. Du steigst die Treppen hinab und in den Unterschlupf der Union. Die geschäftsüchtige Miss Kubota hat alles, was das Herz eines Wanderers nur wünschen können. Dann ein Einzel versammelt, Schwarzmarkt, Ausrüstung, hochwertige magische Talismane. Ein bestückter Chirurgieladen. Dr. Sarah Castle. Okay, da müssen wir hin. Ich kann mir keinen Interagieren, das müssen wir da wohl zuerst hin. Naja, hier liegt der Arm. Nimp. Beeil dich, ich muss operieren. Danke, dass du mir aus der Patsche geholfen hast. Dachte, ich sollte dir vielleicht zur Hand gehen. Erzähl mir von der Nacht, in der Sam Watts starb. Genau. Null Sheen. Sam ist tot? Verdammt, Lady, ist das jetzt wirklich die beste Zeit dafür? Wie ist der gestorben? Das wird jetzt erstmal warten müssen. Die Frau muss operiert werden, sofort. Okay, Leute, ich muss euch bitten, euch den Wartebereich zurückzuziehen. Seht ein bisschen Trivet oder... Seht ein bisschen... Achso, die Fernsehsendung. Die junge Dame und ich haben was zu erledigen. Hat nie gesagt, für was für einen Cyberarm sie bezahlen möchte. Ich will was richtig Krasses. Hast du denn einen mit Laser drin? Du nimmst, was ich dir gebe, Fräulein. Jetzt werde ich mich erstmal um dein Gesicht kümmern. Lass es, wie es ist. Wie bitte? Coyote. Ich habe mir dieses Gesicht verdient aus meiner eigenen Dummheit. Ich werde es behalten, Ende und aus. Was? Wie auch immer du sagst. Mit einer fließenden Bewegung versenkt sie eine Spritze in Coyotes Bein. Gute Nacht. Timeskip, wir sind soweit. Ah, und da sieht man noch den Arm. Coyote ist gleichzeitig besser und schlechter aus als letztes Mal. Also, seht ihr, das ist exakt die gleiche Textur, nur anders eingefärbt. Das heißt, das war schon die Narbentextur, einfach nur etwas röter, damit es wie eine frische Wunde aussieht. Alle ihre Wunden wurden behandelt und sie verfügt über einen glänzenden neuen Cyberarm, doch jetzt, wo das Adrenalin nachgelassen hat, fällt ihr auf, wie erschöpft sie wirklich ist. Guten Morgen. Dank dem Wunder der modernen Medizin und Doc Castles magischen Heilkräften bin ich wieder so fit wie eh und je. Besser sogar. Schicker Arm. Hör mal, wegen Sam. Ja. Leider überrascht es mich nicht wirklich, dass er tot ist. Er befand sich schon lange auf dem absteigenden Ast. Was willst du von mir wissen? Ich habe gehört, du mochtest ihn. Das stimmt, er hat mich zum Lachen gebracht. Niemand außer mir schien Sams Witze sonderlich zu mögen. Über Geschmack kann man nicht streiten. Nur solange er nüchtern war. Er war in Ordnung, witzig. Und ich schätze, man kannte ihn am besten von allen. Ich kannte ihn wohl am besten von allen in ihm. Was mache ich denn? Es tut mir so leid, dass er tot ist. Ja. War eine recht gewöhnliche Nacht mit den üblichen Leuten, wenn ich mich so erinnere. Sam hat mir einen Kerl namens Armitage getrunken. Jake Armitage? Ja, kennst du ihn? Hab ihn getroffen, auch so ein Charmeur. Er steht auf Rotschöpfe. Oh! Ja dann! Jedenfalls haben Jake und Sam ein paar Bierchen getrunken. Naja, Jake hat ein paar Bierchen getrunken, Sam hat sich fachmännisch besoffen. Irgendwann begann er laut zu werden, dann kam schon mal vor, wenn er Alkohol mit weiß Gott was vermischte. Jedenfalls wollte ihm das Kubota ihn rauswerfen. Mr. Kluwe war gerade nicht da, ich weiß nicht mehr genau warum, also bat sie Jake, Sam rauszubringen. Jake hat ihn aus der Hintertür in der Gasse geschleift und das war das Letzte, was ich von Sam gesehen habe. Du hast gesagt, er wurde laut. Erinnerst du dich daran, was er gesagt hat? Den üblichen Sam-Dreck. Über seine reiche Kindheit. Hat das eigentlich irgendeine Bewandtnis, dass die Dreck hier ohne CK schreiben? Ist das irgendeine Anspielung auf irgendwas? Über seine reiche Kindheit und wie er dieses Ende nicht verdient hatte, dass er seine Mutter hasste, dass er seine Mutter liebte, er war schon ziemlich armselig. Okay, irgendwelche Feinde. Schwer zu sagen. Sam hat ein Limit gefeiert und wenn er dabei war, hat er auch seinen Maul recht weit aufgerissen. Hat die ein oder andere Tracht Prügel dafür eingesteckt, aber nein, ich glaube nicht, dass er irgendwelche Feinde hatte. Zumindest keine, von denen ich weiß. Wo hat er gelebt? Muss niesen. Meistens auf der Straße. Hin und wieder gelang es ihm, jemanden zu überreden, auf seiner Couch zu schlafen, aber er trieb es gerne mal zu weit und war nach ein paar Tagen wieder auf der Straße. Manchmal habe ich ihn hier unten...
hier runtergeschmuggelt, damit er sich auf einem der Betten ausschlafen konnte. Die Nacht vor seinem Tod hat er hier geschlafen. Wie schlimm war die Sauferei? Wenn er nur gesoffen hätte, wäre das nicht so übel gewesen. Aber Sam war nicht der monogame Typ. Er hat sich mit allem versucht. Schnaps, Chips, Drogen. Also die Art von Chips. Er war ein großer Fan von Nitro. Das hat er auch immer in die Finger, was auch immer in die Finger gekriegt hat. Er war nicht immer so, aber als er krank wurde, begann er mehr und mehr von diesem Zeug zu benutzen, um sein Leben zu vergessen. Krank? Todkrank. Wusstest du das nicht? Alle haben es bemerkt. Du musstest ihn nur ansehen und wusstest, dass er eine wandelnde Leiche war. Das muss in der Sauferei gelegen haben. Er ist eine Weile verschwunden und irgendwann in einem deutlich besseren Zustand zurück. Sah richtig gesund aus. Er war also plötzlich gesund. Einfach so. Er hat gesagt, seine Mutter hätte ihm geholfen. Nur hat er nie gesagt, wie. Danke. Jetzt brauche ich aber auch einen Gefallen von euch beiden. Was brauchst du, Babe? Ihr müsst mit Mr. Delilah über den Run am Royal sprechen. Er ist für gewöhnlich oben in der Bar. Sag ihm, dass ich die Edelsteine nicht gefunden habe. Vielleicht können wir es nochmal versuchen, wenn es mir besser geht. Okay, wir haben doch die Edelsteine. Oder haben wir die jetzt eingesagt? Anyway. Doch, ja. There we go. Bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm not going to be able to do that.